Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone. Diesmal machen wir jetzt erstmal einen kleinen Break von Naxxramas und spielen ein gewertetes Spiel mit unserem, ich glaube, habe ich Zoo genommen? Ich hoffe es. Einfach um vielleicht mal ein bisschen was zu zeigen. Um vielleicht mal ein, zwei neue Karten zu zeigen und ein bisschen über die Karten zu reden. Captain Wakebeard. Interessanter Name. Gut, wir haben schon eine von den neuen Karten, die behalten wir auch gleich mal. Höllenfeuer ist so meine Oh-Shit-Karte in dem Zoo-Deck. Passabler Anfang. Na, leider nichts für eins. Da sehe ich gerade, meine Karte hier ist voll falsch eigentlich. Die könnte lieber hier hin, ne? So. So. Goldener Lebrang genommen. Seine Karte, also die geisterhaften Krabbler. Das ist noch bis jetzt für mich schwer einzuordnen, weil ein Angriff ist eigentlich. Ja, nicht unbedingt Wahnsinn. Der Todesröcheln-Effekt mit den 2-1-1-Spinnen herbeirufen ist halt wiederum sowas, ja, das macht was her. Ein jarubisches Ei. Natürlich eine Karte, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, sie zu aktivieren, ist sie geil. So einfach lassen wir uns von dem Aggro-Krieger nicht unterkriegen. Du hast keine Waffe, deswegen kriegt die auch keinen extra Schaden. Sollte man wissen. Aggro-Krieger, das heißt, er hat mit Sicherheit noch Leeroy. Dann hier den Kackarsch-Typen. Wie heißt der Typ? Schauen wir doch mal. Ich glaube, ich kriege mehr Schaden in der Zeit rausgedrückt als er. Ja. Ich beende Spiele gerne mit Heulenfeuer. Oh cool, ich hatte eine Siegessträhne, wusste ich gar nicht. Also kurz zur Deckliste. Der Zulok. Ja, überwältigende Macht, nicht mehr ganz Standard. Aber ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um ein Ei auszulösen. Weil im Normalfall ein 0-2-Ei lässt jeder einfach liegen in seinem Zug. Die geisterhaften Krabbler. Wir haben immer noch die Messerjongleure, ein Armani-Berserker, die Leerwandler, Priesterin. Nichts Besonderes.
Was ich raus habe, sind die zwei Verdammniswachen. Also die zwei Verdammniswachen habe ich raus und dafür die Nerubischen Eier rein. Was habe ich noch raus? Irgendwas habe ich noch raus. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich habe Leroy zum Beispiel gar nicht drin, weil ich ihn, glaube ich, gar nicht habe. Ja, Leroy habe ich nicht. Werde ich auch nicht, wenn ich nur irgendwann mal einen Booster ziehe, ist okay, ansonsten habe ich ihn halt nicht. So, was noch neu ist an Karten. Mal gucken, hier Nax Ramas. Also die zwei kennen wir ja schon. Da haben wir noch den Netzfürst der Neruba. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Sitzt in einem Zoo zum Beispiel unspielbar, weil wir viel zu viel benutzen, was Kampfschrei hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Deck habe mit... was war's? Ich weiß es gar nicht mehr. In irgendeinem Deck habe ich die nämlich schon mit eingebaut. Beim Schurken, glaube ich sogar. Das beim Schurken? Ne, irgendwo habe ich die mit eingebaut. Jetzt muss ich mal gucken. Priester? Ja. Weil er selber keine Karten hat, die irgendwie, die also einen Kampfschrei haben, außer Zweien. Also wenn ich ein Deck habe, in dem ich wenig Kampfschreikarten spiele, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade direkt kein Deck ein, ist egal. Dann ist es vielleicht nicht verkehrt. Dann die legendäre Karte, die man, ich glaube, man bekommt sie, wenn man dann mal Exner im heroischen Modus besiegt, ist sie selbst. Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Eine 2-8-Karte für Kosten von 6 mit diesem Effekt ist meiner Meinung nach im aktuellen Meta eigentlich nicht spielbar. Also die wird, glaube ich, auch keine Sau benutzen. Wie gesagt, den Wegelager hatten wir schon. Finde ich in einem Value-Schurkendeck nicht verkehrt. Die Giftsamen, weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich gut spielbar sind. Außer vielleicht wirklich in einem Druiden-Token-Deck. Also sprich hier mit Nerubischen Eiern. Da habe ich die Giftsamen mal mit rein. Hab's aber noch nicht benutzt. Da habe ich zum Beispiel auch die Netzfeste Nerubar rein. Weil Ansturm hat hier, glaube ich. Ich hatte hier was Kampfschrei. Nein, 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 nein. Stimmt, weil die Druidenkarten immer mit Auswählen sind. Und Auswählen zählt nicht als Kampfschrei. Ja. Deswegen denke ich, ist das in diesem Deck vielleicht gar nicht verkehrt. Dann könnte man einen, probieren wir mal eine Runde mit diesem Druiden-Deck. Mit dem habe ich, glaube ich, ein einziges Spiel gemacht und habe es verloren und habe dann gleich wieder mit dem Zoo gespielt. Schauen wir uns mal an. 4 Leute online. Schauen wir mal, was dieses Deck so kann. Oder ob es überhaupt noch was kann. Na toll, gegen einen Hexer. Das heißt, wir gehen mal zu 90% davon aus, dass es ein Zoo ist. Prankenhieb, sehr schön, sehr gut. Weg. Wir behalten die Ausbilderin mal. Zwei, vier, na, ich mag die eigentlich. Wir haben zwei violette Ausbilderinnen auf der Hand. Interessant. Es ist also ein Zoo. Interessant. Sehr interessant. Im vierten Zug die. Interessant. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es spielen will, aber ich will es irgendwie in die Richtung spielen. Also ein paar Druiden zu erschaffen, ein paar hier Treanten zu erschaffen durch die Giftsamen. Toll, er hat ein Ei.
war eigentlich von ihm ein sehr dankbarer Zug, muss ich ja wirklich mal sagen. Weil da war ja alles wie vorbereitet für diesen Zug von mir. Sehr schön. Ich muss das Land bewahren. Der Unterricht beginnt. Es ist kein richtiger Zoo, was er da hat, sondern das ist so ein der Versuch eines neuen Value Decks. So wirkt es zumindest. Ein richtiger Zoo ist das nicht. Weiß nicht, ob es für ihn intelligent ist, die leben zu lassen. Nee, so doof ist er dann doch nicht. Schade. Hätte ich nicht gedacht, dass er echt tauscht. Dass er echt abtauscht. Ah, niedlich. Sieht doch ganz gut aus. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Das war, glaube ich. Oh, Mist. Das gefällt mir gar nicht. Trottel. Entschuldigung. Aber der Zug war, glaube ich, spielentscheidend. Also er könnte gut spielentscheidend gewesen sein. Das tangiert uns jetzt überhaupt nicht. Das auch nicht.
ganz ärgerlich. So, haben wir gewonnen. 5, 10, 12, 14, 16, 18, ja. Sehr schönes Spiel. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich euch ein kleines... Oh, cool, cool. Gold ist immer gut. Vielleicht habt ihr einen kleinen Anreiz dazu gesehen, zu was die neuen Karten vielleicht brauchbar sind. Auch wenn es jetzt keine Hammerdecks sind oder keine super geilen Kombos, aber es sind Möglichkeiten. Ja, euer Dusty. Bis zum nächsten Mal.